Listen to me now. Kulturlandesrat Magister Hans-Peter Doskozil besuchte das Heidenkonservatorium in Eisenstadt. Interessiert ließ er sich die Aufgaben des Heidenkonservatoriums erklären und hatte für Lehrer und Schüler Zeit für Gespräche. Das Josef-Heiden-Konservatorium in Eisenstadt bildet als postsekundäre Bildungseinrichtung des Landes Burgenland Studierende aus aller Welt in künstlerischen und pädagogischen Bereichen der Musik und in der Entwicklung und Erschließung der Künste aus. Momentan werden ca. 300 Schüler aus 30 verschiedenen Ländern von ca. 40 Lehrkräften unterrichtet. Besonderes Augenmerk wird auch auf die Frühförderung im Vorstudienbereich gelegt, dass auch Kindern die Begeisterung für Musik und Kunst vermitteln und Angebote für eine sinnstiftende Lebensgestaltung bieten möchte. Burgenland ist bekannt für die Musik, wenn wir denken von den Heiden. Sie haben heute die Heidenkonservatorium geschaut. Wie ist Ihr Eindruck? Ja, das ist was ganz Besonderes. Es sind hier zahlreiche Studenten, internationale Studenten, über 400 studieren hier verschiedene Instrumente. Wir haben bei der Besichtigung die Qualität gesehen. Wir haben auch gesehen, was hier jeder Einzelne leistet, welchen Stellenwert das eigentlich auch für die Musik in Burgenland hat. Und ich glaube, man kann natürlich sehr viel daraus machen. Die Studenten aktuell führen gerade eine Oper auf in unseren Kulturzentren. Das ist, glaube ich, etwas, was wenige wissen. Und ich glaube, dass es wert ist, dieses Konservatorium viel mehr in die Öffentlichkeit zu tragen. Unseren Unterricht auch, was sind unsere Inhalte im Unterricht, im Flötenunterricht, arbeiten wir mit den Schülern? Wir arbeiten jetzt eben gerade daran, dass wir mal so ein Konzept erstellen, weil man bei Bewerbungen natürlich oft so ein Unterrichtskonzept abgeben muss. Was ist da drinnen? Wie persönlich schaut das aus? Also wir haben jetzt da eben verschiedene Beispiele von den beiden Studenten genommen und ich habe mal so ein Beispiel von mir mitgenommen und da sind wir jetzt dabei, das mal so ein bisschen durchzubesprechen, wie lang, wie ausführlich wird sowas. Direktor, wir haben heute Ihre Schule durchschaut oder Studium. Wahnsinnig viel wird gelernt, es ist Einzelunterricht. Können Sie uns ein bisschen erklären das? Ja, also wir sind eine postsekundäre Bildungseinrichtung, das heißt, bei uns kommt man nach der Pflichtschule her und kann ein regelrechtes Musikstudium machen. Das heißt, man bekommt in einem bestimmten Instrument oder in Gesang oder in Komposition einen professionellen Unterricht, der auf ein professionelles Berufsleben auf dem Instrument vorbereiten soll. Also das heißt
deshalb ist es auch ein Einzelunterricht, und die entsprechenden theoretischen Nebenfächer. Und das, so ein Regelstudium dauert einmal für die erste Diplomprüfung 3 Jahre und dann noch einmal 3 Jahre oder 4 plus 2, je nachdem wie die Aufteilung ist. Und man studiert in der Regel 6 Jahre, um dann ein professioneller Musiker zu sein. Und wie sind die nach dem Studium die Chance, zum Beispiel in Wiener Philharmoniker zu kommen? Sehr gut, ausgezeichnet, weil die suchen immer gute Musiker und das sind unsere Absolventen. Nimm ernst, es ist natürlich so, dass die Berufschancen wie in allen oder in den meisten anderen Berufen auch je nach Marktlage sind. Natürlich, es kommen immer mehr gute Leute hervor und umso mehr muss man sie profilieren, aber im Prinzip gibt es Berufe. Werden eigentlich von den Studenten auch Konzerte veranstaltet? Bei uns? Ja. Na, selbstverständlich. Das ist ja das Allerwichtigste für uns, dass wir in der Praxis sind, weil wir verstehen uns nicht nur als Ausbildungsstätte, sondern auch als Veranstaltungsort. Und nicht nur bei uns im Haus gibt es Konzerte, in dem Konzertsaal, der übrigens eine fantastische Akustik hat, sondern wir gehen ja auch hinaus in die Kulturzentren, in die Musikschulen und bespielen auch diese oder auch andere Veranstaltungsorte. Jetzt zum Beispiel waren wir ganz prominent vertreten mit unserer eigenen Adaption von Mozarts Figaros Hochzeit, wo wir die verschiedenen Kulturzentren im Burgenland gespielt haben. Übrigens die letzte Aufführung. Es gibt noch Restkarten in Oberschützen am Sonntag. Wenn die meine Informationen stimmen, Sie machen jetzt am Samstag erst einmal Tag der offenen Tür. Genau, am 21. jetzt am Samstag um 9 Uhr beginnt er. Erstmalig seit Bestehen des Konservatoriums gibt es einen Tag der offenen Tür. Und wir sind da sehr froh, dass das endlich Wirklichkeit wird. Es wurde schon oft daran gedacht, ihn zu machen, aber jetzt machen wir ihn eben wirklich. Und da kann man sich selbst überzeugen über das reichhaltige Angebot. Man kann mitspielen, man kann zuhören. Öffentliche Proben wird es geben für Orchester, Kammermusik. Man kann aber auch selber einem Lehrer vorspielen zum Beispiel. Und es wird dann auch ein Konzert der Studierenden geben durch alle Studienrichtungen quer durch. Und natürlich auch Jazz- und Popularbereich. Da das Wetter ja schön werden soll am Samstag, frühsommerliche Temperaturen, wird es ja wahrscheinlich einen Buffetbetrieb geben, also auch dafür ist gesorgt. Aber was noch wichtiger ist, wir werden auch die Freiluftbühne bespielen, die wir ja auch haben im Hof. Eine Frage noch, wenn meine Informationen stimmen, es gibt bei euch auch eine weibliche Dirigentin. Jawohl, unsere einzige Dirigentin sogar, die ist weiblich, ja, die Karikli Apostolou, das ist auch die, eine Griechin, gebürtige Griechin, die ja auch den Figaro einstudiert hat und dirigiert hat.